Willkommen zurück zu One Piece Romance Downs. Direkt im Anschluss mache ich den Bosskampf. Ich hoffe, ich schaffe ihn. Und ich würde aber sagen, wir speichern mal vorher. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Save. Hier bitte. Hat er jetzt gespeichert? Yes. Ja, ich hoffe es mal, sonst machen wir es einfach anders. Einmal kurz die Maus, Spiel speichern. So. So kann man natürlich auch speichern. Dann würde ich sagen, gehen wir noch nicht da rein. Nein. Agilität, wo war das? War glaube ich hier neben. Nein, war nicht. Dann war das eher hier, die Party. Status, Ausrüstung. Einmal kurz hier gucken. Leben geht hoch, Verteidigung geht runter. Rack, rack. Für Sanji können wir noch nicht. Mortal. Wie viele Punkte haben wir? 300, wie teuer? Wir könnten unsere Angriffe verbessern. Ich würde sagen, wir machen mir die Peitsche hoch, oder? Pistole. Machen wir Pistole hoch? Wir machen Pistole hoch. 105. Kann ich wahrscheinlich nichts machen, ne? Vielleicht die Peitsche? Ne, nehmen wir das. Auf jeden Fall keine Ahnung. Gehen wir in den Bosskampf. Let's go! Don Creek, der Pate. 33 Millionen Berry sind, glaube ich, auf ihn ausgesetzt. Waren das? Ne, 18 Millionen, ne? Ja, Junge! Der begrüßt uns ja nett. Und unser Strohhut ist weg. Ja, wie gesagt, er meint es ernst. Krieg. Das läuft eigentlich gerade ganz gut. Eine Gummipistole hinterher. Sehr schön. Wir ziehen so gut wie gar nichts ab. Guck doch mal seinen Schlag an. Mensch. Da muss ich nochmal so raufhauen. So, erst hat er gekontert. Zweiten hat er geblockt. Und der dritte. Mann, Gummipistole no Pistole. Mensch. Und eine Kiste spuckt aus. Ha, geblockt, Don Creek. Für wen hältst du dich? Ne, das sieht nicht so viel ab. Soll ich die schweren Schläge... Oh, ausgewichen. Oh, 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 oh. Jetzt darf ich mir keinen Fehler erlauben. Oh, was war denn hier so besonders? Ich glaube das, oder? Nur 90. Und jetzt kommt der Superspeer. Sein Lollipop. Ein gefährlicher Lollipop. Was? Okay, 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 Junge. Junge. Oh, oh, oh. Deswegen hasse ich Don Creek. HP, HP. Ich hab echt nicht mehr. Oh, ist alles so. Das sieht gut aus. 500. Sehr schön. Nicht vergiftet, Mist. Ich bin vergiftet. Na egal. Oh, guck mal, ich ziehe gar nichts ab. Und leveln will ich nicht. Ach, komm, Don Creek. Oh, nach dieser blöde Gift. Guck mal, jetzt mal seinen Punch an. Jetzt leuchtet der Macker schon wieder. Mann, wir gehen hier drauf. Was bringt dieser Scheiß? Nichts. Scheiß Bandagen, Mann. Ja, unser letzter Heil. Ja, Medikament. Er holt seinen Lollipop raus. Wir konnten blocken. Okay, wir sind dran.
werden aber wahrscheinlich jetzt drauf gehen. Keine Ahnung, wie ich es damals geschafft habe. Das kann er heiter werden. Ob Bucky eigentlich zwar Glück gehabt, aber ne, Don Krieg ist nur mal für sich. Ja, Full Buster. You lose. Game over. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist Don Krieg. Der Pate. Da kann ich nichts machen. Wo zur Hölle sind wir? Mensch, Mensch, Mensch. Einmal hier laden, bitte. So, und da sind wir auch wieder. Das war so jetzt nicht geplant. Ja, ihr habt gesehen den Kampf. Wir dürfen leveln. Geht, Janis? Wir werden ja sonst eiskalt da drauf gehen. Das regt mich gerade echt auf. Ach Mensch. Und damals hatte ich diesen scheiß Potatoes. Das ist sehr schön. Hier ist eine größere Truhe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Miss Head. Einmal nachschauen. Wo haben wir es denn? Das ist er hier, ne? Okay, anscheinend kein Hut. Natürlich muss das ein Hut doch gewesen sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo sind denn Gegner? Ich weiß echt nicht. Gesehen, ich hau echt meine besten Attacken raus. Nichts. Der kommt mit einem normalen Schlag an, Leute. Bam, ich bin halbwegs tot. So, dann schauen wir mal. Da haben wir noch ein paar Potatoes. Die werden uns ein bisschen helfen. Auch leider nur ein bisschen. Ach Mensch, ich will nicht leveln. Da hinten ist noch eine gute Truhe. Keine Gegner in Sicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finden soll. Schock, Kork. Dr. Cox. Oh, ho, ho, ho. Dann schauen wir mal. Ja, bald ist es soweit. Weihnachten ist nicht mehr lange. Und Weihnachten, das habe ich ja schon letzte Part gesagt. Naja, es sei denn, das Video ist länger hoch und ist vielleicht schon Sommer. Da ist natürlich nicht bald Weihnachten. Okay, ist schon bald Weihnachten, aber ihr wisst, wie es meint. Ach, Mensch. Und dann schauen wir mal, was hier ist. So, von hier komme ich denn anscheinbar. Dann gehe ich mal jetzt hier links lang. Da scheint nicht zu sein, oder? Doch, doch, eine Truhe. Oh, oh, zwei Truhen. Sehr schön. Ey. Laufen wir so ein bisschen mit Sanji jetzt rum. Da hinten ist Don Krieg. So, ein Eyeball, Flying Pan. Sehr schön. Nein, nicht da drauf. Nein, nicht da. Doch, 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 doch. So. Das ist alles blöd. Mein Leben ist gut, aber Verteidigung, die kann ich schon gut gebrauchen. Wenn du da darf ich damit Maus. Die kann ich nicht ausrüsten. Pistole. Mal vielleicht auch lieber Combo. Rüste ich mal lieber Combo aus. Select. Bla bla, Returns. Ja. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Weil die Lust jetzt einfach zu leveln habe ich nicht. Das sieht aus wie ein Penis. Dann ist der Speicherpunkt. Ach, Jungs. Was sagt denn die Uhr? Auch schon so spät. So, was haben wir denn hier hinten am Ende des Penis? Noch eine Truhe. Da haben wir noch eine Truhe.
Aber dennoch, keine Gegner haben wir direkt schon alle besiegt. Gibt's ja gar nicht. Ja, bei Roller. Aha. Ich würde sagen, wir probieren sonst nochmal Dawn Creek und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich irgendwie leveln. Ach, Mensch. Mensch. Ich dachte, ich hätte es hinter mir, aber... Ich wusste es, eines Tages. Kommt der Tag. Entschuldigung, ich bin einfach noch müde. Wie ich vielleicht im letzten Part gesagt habe, oder war schon diesem Part, ich weiß es gar nicht mehr, so müde bin ich, dass ich viel zu wenig Schlaf kriege. 10% Schlaf kriege ich mal gerade, wenn nicht sogar weniger. Aber nun gut, wir probieren es erneut gegen Dawn Creek. Vorher speichern wir aber. Und ja, Dawn Creek, ich komme. Let's fight. Ja, Spieleinstellungen gibt es ja auch nicht, um es irgendwie leichter zu stellen. Vielleicht ist das die leichteste... Dein Ernst? Der holt direkt den Full Boss heraus. Hm. Ja, ich muss diese Attacke mal machen. Ich weiß nicht, ob das mehr bringt jetzt irgendwie. Aber ja. Das ist eher dran, jetzt macht er irgendwie sauer, ist ein Fullborster. Obwohl uns Schusswaffen eigentlich nichts anhaben können. Die Logik des Spiels ist natürlich wieder voll dabei. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, komm. Fullborster, Fullborster, jetzt kommt gleich... Ja, okay, es war kein MH5. Aber es ist genauso kacke, dass er direkt sowas einsetzen kann. So, wo habe ich hier Tomatoes? Habe ich so, okay. Erstmal das. Das Leben ist gar nicht so... Ach komm, Mensch. Guck mal, Junge, kann nichts anderes. Ich mache mal jetzt einfach mal nichts. Oh nein. Ich hätte mal vielleicht blocken sollen. Aber gut. Dein Ernst. Guckt euch das mal an. Warum habe ich geblockt? Hätte ich nicht geblockt, hätte es niemals so viel abgezogen, Mensch. Oh, der hat mehr als 500 gerade abgezogen. Oh. Guckt euch... Junge! Ist es ein Spiel zum Heilen jetzt gedacht, oder was? Mensch. Ich kann machen, was ich will. Ja, weich aus. Komm, hier weich den auch noch aus, Mann. Ach, den harmlosen Schlag weichst du nicht aus, ne, du Wichs. Ja, nee. Aus den Alter bin ich raus. Du kleines Arsch. Ja, Mensch. Mehr jetzt draufhauen kann ich auch nicht. Ach, Mann. Ich will nicht. Oh, nein. Ich Lolli. Oh, danke, Ruffy. Nein, Ruffy ist wieder dran. Ist genauso schlimm. Oh, Mann. Ja. Unsere letzte Tomatoes. Potato. Macaroni. Der Fullbuster. Ja, guckt euch das an. Der verfolgt mich. Er hat ein Schild. Gut, ich werde draufhauen. Huch. Ich weiß auch nicht, ob man diesen Angriff irgendwie verhindern kann. Oh, er holt den Schild. Er holt das Ding schon wieder raus. Was war das? Hä? Ich habe ihn mit Gungun-Pistole angegriffen. Gekontert hat er dann scheinbar. Ja, und dann... Wagt er es mir noch zu vergiften, der Kleine? Für wen hält er sich? Na, Block. Los. Hol einen Megaschlag raus. Jetzt bereitet sie vor. Lollipop, MH5. Wahrscheinlich gleich ein Fullbuster oder so ein Scheiß. Kennen wir ja schon. So, unser letzter Schlag. Und dann sind wir tot.
Das heißt, wenn wir es überleben sollten, das Gift tötet uns. Und sein allmächtiger Lollipop. Game over. Leute, wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.